Und da war's das. Kann doch nicht sein. Bin da gerade echt zu blöd für. Kann man denn hier vielleicht noch woanders lang? Aber das glaube ich eigentlich nicht. Soll ich doch mal probieren, nur zu dashen? Also das Moped geht einmal komplett rum, rüber. Okay, ich werde es mit dem Dash probieren. Und dann runter statt drauf schwimmen. Ja, irgendwie ist. Naja, gerade komisch. Ach, mach. Komm, mach schneller. Keine Zeit. Schon, jawohl. Oh, cool. Da habe ich gedacht, man müsste nach oben schwimmen. Da war dann leider ein Gitter. Ach, nee, nee. So eine Wichse, ey. Langsam reicht es. Ja, komm, mach voran da. Lass die Alte stehen, siehst du eh nie wieder. So, einen noch. Dann können wir los. Ah, okay, damit ist der doch um einiges schneller. Oh, fuck. Wieso verwechsel ich den immer rauf und runter? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mach ich nur, um euch zu ärgern. Ja. Ich kann nicht mehr sehen. Wuhu! Bin der König der Welt. Warum sind denn hier schon wieder so Ketten? Ach Leute, ey.
Hey, jetzt werde ich auch noch von vorne gezeigt. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Was sind das für Plattformen hier? Regnet das da oben? Oh ne. Ja, du Penner, ey. Kann die Plattform nicht nur ein bisschen kleiner sein? Komm her. Ja, Siggi, und dann geht er auch noch drauf. Ja, Siggi, und der fällt ins Wasser. Was sind das für Cheater? Wenn wir ins Wasser fallen, kommen wir direkt wieder auf. Endlich. So, jetzt bist du dran. Komm her. Ja, das kannst du vergessen, Junge. Da brauchst du gar nicht mehr ausholen. Ja, vielleicht auch nicht. Die nehmen wir mal noch nicht. Was ist denn da hinten? Was denn hier? Und überhaupt? Und noch eine Truhe. Erstmal speichern. Speichern, speichern. Boah, wie ätzend waren die Fallen, ey. Puh, leck mich. Aber auch irgendwie cool. Naja. Jawohl. Genau so habe ich mir das gedacht. Ja, ich wollte gerade sagen, es hätte mich schon überrascht, wenn ich das beim ersten Mal geschafft hätte. Das geht auf Zeit! Boah. Ja, dann. Einen können wir noch. Erst mal die Truhe auf, Jungs. Dann kriegt ihr einen Sack.
Bam, bam, oh, da ist er runtergefallen. Bam. Kann man nicht kaputt machen, schade. Dann lesen wir mal, was da so rumsteht. Was? Amphitrite, Poseidon's faithful wife, will forever watch over this cursed room. Only she knows the secret way out. Ja, herzlichen Glückwunsch. Blöde Olle, ey. Nur ich weiß den Weg raus. Ist hier sonst noch was? Irgendwie nicht. Ist denn hier sonst noch was, was irgendwie passieren kann, wenn... Nee. Säulen kann ich auch nicht kaputt machen oder so. Die da ist nämlich schon kaputt. Irgendwie nicht. Ach, guck mal, da ist ja so ein Tor. Ach, geht das etwa auf, wenn der Himmel gezogen wird, oder was? Ach Quatsch, ich wollte den Hebel ziehen. Aber irgendwie muss das Ding ja aufgehen. Tja, aber wie denn? Ups. Nein, 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 nicht so. Anvisieren kann man hier nichts. Wieso soll das für ein verfluchter Raum sein? War da was drunter? Ach, Moment mal, nach der Tor, da bin ich wahrscheinlich reingekommen. Das ist einfach nur zugegangen. Oh Mann. Oh